Jo, willkommen zurück beim coolen JP Steven Spielberg, warum auch immer JP da steht. Das wissen wir leider nicht, aber wir wissen inzwischen, weil wir offline rumgetestet haben, wie wir ihn verjagen können. Weil du bist ja auf die grandiose Idee gekommen, dass wenn es tatsächlich Steven Spielberg ist, der Indiana Jones gedreht hat. Genau. Und der gute Indy, wissen wir alle, oder fast alle, hat ja Angst vor Schlangen im Film. So ist es. Und das haben wir einfach mal ausprobiert. Und deswegen reiben wir dem guten Herrn Spielbergo mal die Schlangen unter die Nase. Ja, guck mal, Stevie. Und wir wussten das alle, er hat ein Toupet. Haha, so. Genau. Und jetzt können wir hier an den Rädchen drehen. Wofür auch immer das gut sein soll. Rumpel, Rumpel macht's. Ich geh mal raus, ne? Vielleicht schrumpfen wir die Nuss jetzt. Das kann natürlich sein. Oh. Rumpel, Rumpel. Rumpel, Rumpel. Sag mal, kannst du vielleicht diese Liane da hochklettern? Benutzen? Stimmt, ich hab die nur versucht zu nehmen und abzuschneiden, ne? Ja. Hahaha, ha, ha, okay. Oh, was machen wir jetzt? Dino reiten? Au. Oh. Ah, Ei. Dino-Ei, ein ja. Dino. Wow, ein Dino-Ei. Das nehmen wir mit, ne? Kann ich nicht nehmen. Ja. Angucken, guck es nochmal an. Ob wir das schrumpfen müssen vielleicht? Der Dino schlüpft bald. Der schlüpft bald. Aha. Oh. Oh. Toll. Ach, wir brauchen ja nur eine Schale. Wir brauchen nur ein Stück. Wir brauchen ja nur eine Eierschale, ja klar. Dann her damit. Mitnehmen. Ja. Noch was? Hurra. Nee. Die Ahne. So. Na toll. Wie elegant er sich runterschwingt. So. War das jetzt alles hier, wa? Also ich weiß nicht, was wir da sonst noch machen müssten. Keine Ahnung. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich weiß nicht, wo's... Ach, ah, da geht's zum Zeitbahnhof. Okay. So. Hm. Fahr doch noch mal in Wilden Westen. Okay. Kein Ziel. Mittelalter. Westen. Was braucht man eigentlich? Ach ja, wir brauchen ja was zum Wischen. Wir brauchen was zum Wischen. Das ist der Junge, was? Der ist doch Deckschrubber. Ja, eben. Vielleicht können wir dem ja noch irgendwas abluchsen, indem wir ihm noch mal mit irgendwas anderem Angst machen. Ich glaube, der Schlange oder sowas. Mal gucken, ne? Ja. Oder reden wir erstmal vielleicht mit ihm? Nee. Doch, red nochmal mit dem, oder geht es nicht? Doch. Doch. Ah, da ist ja der Meister Rattenfänger wieder. Der Meister Rattenfänger hätte noch ein paar Fragen. Mhm. Wenn du so weitermachst, ne, brichst du noch den Frage-Weltrekord für Computerfiguren. Also? Das vielleicht ja. Warte, schrubbst du eigentlich gerne das Deck? Ja, klar. Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. So. Eifrig, wie du hier rumwerkst, liebst du deine Bürste bestimmt heiß und innig. Ja, ich schlafe sogar mit ihr in einem Bett. Wow. Ja, die Bürste hat schon was. Oh, hervorragend geeignet, um allerlei Dinge sauber zu machen. Ich glaube nicht, dass ich allerlei Dinge selber... Doch, könnte ich die Bürste dafür haben. Doch. Ja, klar. Ja, natürlich, wir wollen doch was sauber machen. Naja, lass mich überlegen. Ah, ich fürchte, wir müssen den verscheuchen, ganz verscheuchen. Das denke ich mal auch. Ah, okay, also sowas ähnliches habe ich wohl schon mal erlebt. Nein, das ist meine Bürste und du bekommst die nie. Aber wir brauchen doch die Bürste, dann müssen wir mal anders vorgehen, mal wieder. Red nochmal mit ihm. Vielleicht müssen wir ihm sagen, dass die Arbeit scheiße ist. Bewundert deine Arbeitsweise vielleicht? Naja, ich schrubbe halt einfach das Deck, ne? Ich bewundere deine natürliche Eleganz dabei. Nun, man tut, was man kann. Darf ich es auch einmal probieren? Oder vielleicht, okay. Oder so, ja, ich weiß nicht, das ist dein Spiel. Ich weiß nicht, ich würde sagen, wir müssen dem das madig machen, die Arbeit. Ja, oder irgendwie noch was rausfinden, wovor der sich noch ekelt oder so. Keine Ahnung, dass er dann davon rennt und uns die Bürste liegen lässt. Ich weiß es nicht. Prüfen wir erstmal, dass wir ihn vielleicht wegekeln müssen. Okay, okay. Ja?
Überredet, ja. Gut. Wie meinst du das? Du bist doch eigentlich kein Deckpfleger, ja, sondern ein Kombüsenjunge. Wem sagst du das, Junge? Wem sagst du das? Also bist du gewerkschaftlich nicht dazu verpflichtet, hier zu schrubben. Der Programmierer lässt leider nicht zu, dass wir uns gewerkschaftlich organisieren. Ja, aber ich glaube, das war schon richtig. Wir hätten vielleicht bloß den oberen nehmen müssen. Ja. Bewundern. Eleganz. Zu viel. Das hier vielleicht? Ja, nimm mal das. Nee. Achso. Nee, scheiße. Nee. Nee. War es auch nicht. Okay, nochmal. Vielleicht noch das, was du gesagt hast. Also, Die funktionellen Bewegungen hat man. Nee, das... Das wolltest du haben, ne? Ja, ach so, ja. Aber ich fürchte, das klappt auch nicht. Versuch's mal. Du willst das Deck schwimmen? Mhm. Wollte ich schon immer mal. Mhm. Tja, es ist meine Aufgabe. Ah, oh, scheiße. Ja, ich liebe es. Okay. Dann frag doch noch ein paar Fragen. Was hatten wir denn bei dem Obersten noch nicht? Den Satz hatten wir schon, aber... Stoppt mal den Schiffsantrieb, vielleicht ist das ja irgendein... Frag den Heizer. Der hat sich verdrückt. Ja. Ah, nee. Nochmal. Oh Mann, das ist ja nervig. Ah, ja. Nee. Ich glaube, das ist schon richtig mit dem hier. Hatten wir die sparsamen funktionellen Bewegungen schon? Ich glaube nicht. Oder? Doch. Okay. Oh! Du solltest dich mal ausruhen. Ja. Ah! Du Ratten. Ah, zieh doch mal an dieser Leine da. Was hat das zu bedeuten, ey? Ja, eben. Tut. Passiert aber nichts. Red nochmal mit ihm. Ja, das hatten wir jetzt noch nicht. Aber. Oder? Das hatten wir doch. Ich frage aber lieber dich. Ah, schön, also ich nütze den Rest. Du musst die Drehmuffel mit einer Schraubzwinge abklemmen. Und was weiter? Dann solltest du die Kontextwelle von der Lappnappe abkoppeln. Lappnappe abkoppeln und was noch? Danach musst du nur noch den Ausschalter betätigen. Und wo ist der Ausschalter? Das weißt du nicht? Dann kann ich dir auch nicht helfen. Oh, scheiße! Ich krieg hier gleich die Krise. Wir müssen irgendwie an die Bürste von diesem Typen kommen. Mit der Schlange hat nicht funktioniert, ne? Nee. Und die Ratte nochmal. Einfach mal. Wieso macht er die Ratte nicht? Benutze Käfig. Vielleicht so? Nee. Nee, die können wir nicht mehr benutzen. Wie kommen wir an die Bürste? Vielleicht sollten wir es mal offline weiter probieren. Das würde ich doch vorschlagen. Kurze Pause machen. Wir auch. Machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da, wenn wir es rausgefunden haben. Bis gleich. So, wieder da. Nach einem kleinen Kaffeepause-Päuschen. Und ein bisschen Offline-Dialog. Und es hat geklappt. Und jetzt auch Aussicht. Genau. Wir haben so lange tot geredet, bis er aufgegeben hat. Genau. Wir haben erst noch ein paar Fragen. Genau. Die erste. Das, genau. Und dann machen wir das mit dem hässlichen Grafikfehler da drüben. Genau. Bitte sprechen wir von etwas anderem. Nein, wir sprechen jetzt schon schön über den Grafikfehler. Man muss das unbedingt, das ist das sein. Hallo, fürchtest du dich etwa davor? Allerdings, jede Computerfigur fürchtet sich davor. Aber warum denn nur?
Wenn du da als Sitze Computerfigur reingerätst. Wirst du in ein schlimmeres Computerspiel abgesaugt? Viel, viel, viel schlimmer. Dann frierst du darin ein. Kannst dich nie wieder bewegen. Ja, es wäre allerdings schade. Um die vielen tollen Animationen, glaube ich, war es, ne? Ja. Mit dem Gerede über den Grabfehl hast du mich total nervös gemacht. So schlimm kann es doch gar nicht sein, oder? Ich werde so leicht schreckhaft. Jedes laute Geräusch macht mich dann fertig. Und das ist so gut zu wissen. Schau, und jetzt können wir nämlich endlich was für ein Kakao. Tröten. Jetzt, ne? Jetzt funktioniert's. Gut, und der ist eingefroren. Sehr gut. Richtig eingefroren und wir können uns die Bürste schnappen. Juhu. Das macht uns jetzt doch völlig glücklich, oder? Ist das schön. Ich spiele ein Computerspiel, um sauber zu machen. Ja, damit da reinigen wir jetzt auch noch diese Plakette mit, oder? Ich hoffe, es klappt damit nicht, dass da noch Seife ran muss. Oh, der Krise hier. Schrupp. Ja. Oh, man kann etwas lesen. Nothalt-Hebel ziehen. Ja, das ist ja eine volle tolle Anleitung. Na klasse, dann zieh doch den Hebel. Sehr Mach schön. Ich doch gerne den Hebel. Boah. Oh, der Captain. Oh. Oh, scheiße. Ey, was ist hier los, ey? Warum stoppst du den Schiff? Ja, keine Ahnung, weil ich die Maschine gestoppt habe. Nee, ich glaube, er hat gesagt, wenn Maschinenschaden da ist, gehen die an Land. Ja, das ist natürlich auch gut. Also würdest du sagen, doch vielleicht das hier? Ja, würde ich dann auch meinen, ja. Gut. Ja. Perfekt. Ich meine einen Maschinenschaden, aber das ist ja furchtbar. Ja, allerdings, Sir. Wir müssen sofort anlegen. Sehr gut, ne? Ich meine, ist das wirklich nötig? Kannst du den Schaden nicht hier beheben? Das war... Nein, auf gar keinen Fall, Sir. Ne? Wir wollen ja nicht mal an Land, ne? Genau. Oder? Wir wollen an Land. Darauf habe ich lange gewartet. Ich meine, dann werde ich wohl den Befehl zum Anlegen geben müssen, ne? Tun Sie das, Sir. Die Mannschaft steht hinter Ihnen. Ja, dann salutier mal, du Bengel. Mensch, was ist mit der Moral hier los? Ich meine, so ein Mist. Ich werde den Steuermann benachrichtigen. Das war ein ziemlich nichtssagender Dialog, wie fast alle Dialoge in diesem Spiel, ja. Pass auf, Junge, jetzt kriegst du ja nicht in den Ohren, du, ne? Aber hör mal jetzt auf, ne? Aua! So, bei ihm, der ist aber abgehauen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben, wa? Ja, gucken wir mal. Hoffentlich passiert dann da auch was. Guck mal da. Was da? Zum Anleger. Zum Anleger? Oh, wie toll. Eine McCain-Kiste. Hoppala. Das sind wir mal zurück. Dein Bild ist so komisch. Das ist eingefroren. Ja. Auch toll. Ja, ihr Liebsten, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass es weitergeht. Das geht bestimmt weiter. Es ist bloß ein kleiner Bug, wir sind da trotzdem da. Und na klar, machen wir dann bleiben einfach, auf jeden Fall dran. Machen einfach dann weiter. Ne? Ja. Gut, ich sag dann wieder mal reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.